Halo, dobar dan, ja sam Jelena i dobrodošli u moj novi klip. Dobrodošli u jedan od klipova iz serije 6000 jednostavnih rečenica na nemačkom. Danas krećemo od rečenice 186. Ako niste odgledali prethodne klipove, možete ih naći ili na ovom kanalu ili na mom drugom kanalu koji se bavi isključivo nemačkim jezikom. Link za taj moj drugi kanal možete naći ovde u opisu ispod videa. Kao što sam već rekla, ove rečenice biram po dva kriterijuma. Prvi kriterijum jeste da su te rečenice jednostavne. Zašto jednostavne? Pa biram jednostavne rečenice da biste bili u stanju da ih brže usvojite i da se pripremite za teže rečenice koje će doći u sledećim klipovima. A drugi kriterijum po kojima biram rečenice jeste da su to rečenice iz svakodnevnog života. Dakle, to nisu školske rečenice, već rečenice koje ćete čuti i upotrebljavati dok pričate na nemačkom. Dakle, možete ih odmah upotrebiti. Krenite sa vežbom. A sada mi se vraćamo na rečenicu, kao što sam rekla, tačnije nastavljamo sa rečenicom broj 186. Hajde da vidimo koja je to rečenica. Können Sie diese Arbeit von Donnerstag beenden? Können Sie diese Arbeit von Donnerstag beenden? Dakle, können Sie, možete li? Sećate se da je to Sie veliko S kada nekom persiramo i koristimo glagol u trećem licu množina. Kad bismo hteli da kažemo možeš li ti, rekli bismo kannst du. Kannst du diese Arbeit vor Donnerstag beenden? Vor znači pre, vor Donnerstag, a beenden je završiti. I vi jednostavno možete odgovoriti ja, natürlich, naravno. Ich kann, ja mogu, diese Arbeit vor Donnerstag beenden. Ja mogu da završim pre četvrtka. Ich kann diese Arbeit vor Donnerstag beenden. Na sledeću. Ich mag in der Bibliothek lernen, weil es dort ruhig ist. Dakle, ich mag in der Bibliothek lernen. Mögen je voleti. Ich mag, du magst, sie es mag. Wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Dakle, ich mag in der Bibliothek lernen. Mogu da pitam da li ti voliš? Magst du? Magst du in der Bibliothek lernen? Ili warum magst du in der Bibliothek lernen? Zašto voliš da učiš? Warum magst du in der Bibliothek lernen? Weil es dort ruhig ist. Ruhig je tiho, mirno. Dakle, es ist ruhig in der Bibliothek. Tiho je u biblioteci. Ich mag, ja volim. Das ist interessant, aber ist es möglich? Das ist interessant, in t, ovde ne palite. Das ist interessant, aber ist es möglich? Dakle, kako ćemo da postavimo pitanje? Da li to je interesantno? Ist das interessant? Da li je moguće? Ist das ili ist es möglich? Es ist interessant und es ist möglich. Möglich, moguće. Unmöglich, nemoguće. Wohin hast du deine Tasche gelegt? Wohin, kuda, gde? Znači ovu upitnu reč wohin koristimo kad imamo neki pravac kretanja. Recimo, wohin gehst du? Gde ideš? Wohin hast du deine Tasche gelegt? Legen, staviti. Gde si položiti? Gde si stavio tašu? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ne vidim je. Ich sehe sie nicht. Es freut mich, dass sie einmal pünktlich sind. Es freut mich. Raduje me. Es freut dich. Tebe raduje. Hoćemo da pitamo da li te raduje. Freut es dich. Znači, raduje li te to? Freut es dich. Das zum Beispiel ich pünktlich bin. Što sam tačna, što sam došla na vreme. Ja, es freut mich. Es freut mich dich kennenzulernen. Znači, raduje me što smo se upoznali. Dakle, es freut mich, zapamtite, raduje me nešto. Morgen müssen wir vor 5 Uhr aufstehen. Morgen müssen wir vor 5 Uhr aufstehen. Sutra moramo ustati pre 5 sati. Dakle, morgen, sutra ili jutro. Müssen je morati. Ich muss. Du musst. Sie es muss. Müssen, müsst, müssen. Dakle, ich muss früh aufstehen. Moram da ustanem rano. Wir müssen, mi moramo. Wir müssen früh aufstehen. Mi moramo da ustanemo rano. Warum? Zašto? Warum müssen wir früh aufstehen? Zašto moramo da ustanemo rano? Ne znamo. Wir müssen arbeiten. Moramo da radimo.
Guten Tag, wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, danke schön. Dakle, guten Tag, wie geht es Ihnen? Dobar dan, kako ste? Guten Tag, wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, danke schön. Dobro sam, hvala. Dakle, wie geht es Ihnen? Persiramo, wie geht es dir? Kad pitamo kako si ti, bez persiranja. Danke schön, hvala lepo, danke schön. Guten Abend, ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Guten Abend, ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Znači, bukvalno prevod, dobro večer, nadam se da vama dobro ide. Znači, nadam se da ste dobro. Ich hoffe. Hoffe nije glagol. Ich hoffe, hoffst, hofft. Hoffen, hofft, hoffen, pravilan je glagol. Znači, ich hoffe. Nadam se. Nadam se da ste dobro. Hat sie viele Fehler gemacht? Hat sie viele Fehler gemacht? Dakle, hat i gemacht, smo rekli, ono prepoznajemo da je u pitanju prošlo vrijeme. Glagol machen, raditi, pa imamo g na početku i t na kraju, gemacht, particip. Hat sie viele Fehler gemacht? Ich habe viele Fehler gemacht. Napravila sam mnogo grešaka. Ili ich habe keine Fehler gemacht. Keine Fehler, nisam nijednu grešku napravila. Hast du Fehler gemacht? Da li si ti napravio greške? Hast du Fehler gemacht. Znači, kao što mi kažemo Fehler, kad ima neki Fehler, ima neku grešku, znači nemačka reč Fehler, greška. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Pitimo, ich habe gesehen. U ovom slučaju sehen, glagol nema kao onaj prethodni machen, g na početku i t na kraju, g macht, nego uzima samo g. G, a ovo je ostao nastavak cijel, gesehen. Znači, nisam ga dugo video. Hast du ihn gesehen? Da li si ga video? Hast du ihn njega gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Nisam ga video. Oda ja, ich habe ihn gestern gesehen. Video sam ga juče. Ich habe ihn gestern gesehen. Bitte lachen Sie nicht über meine Fehler. Bitte lachen Sie nicht. Dakle, lachen, smijati se. Lachen Sie nicht, nemojte se smijati. Persiranje, über meine Fehler. Znači, o mojim greškama rekli smo Fehler, greške. Ich habe zu viel Arbeit, deshalb kann ich nicht mitkommen. Ich habe zu viel Arbeit, deshalb kann ich nicht mitkommen. Kommen je doći, mitkommen, znači doći sa vama, poći sa vama. Imam previše posla, zbog toga ne mogu doći. Zu viel, previše. Deshalb, zbog toga, ich kann nicht mitkommen. Ist seine Frau vielleicht zu Hause? Sehr wahrscheinlich. Ist seine Frau vielleicht zu Hause? Znači, seine Frau ist, njegova žena je, ist seine Frau, da li je njegova žena? Ist sie vielleicht zu Hause? Sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, verovatno. Sehr wahrscheinlich, veoma moguće, veoma verovatno. Dass sie zu Hause ist. Die Bank ist nach 4 Uhr geschlossen. Die Bank ist nach 4 Uhr geschlossen. Dakle, banka je posle 4 zatvorena, 1, 2, 3, 4, 4 Uhr, 4, geschlossen, zatvoren. Ist die Bank geschlossen? Da li je banka zatvorena? Wo wirst du morgen lernen? Ich werde in der Bibliothek lernen. Sećate se werden, koristimo kao pomoćni glagol da izradimo buduće vreme. Wo wirst du lernen? Gde ćeš učiti? Ich werde in der Bibliothek lernen. Učit ću u biblioteci. Wo lernst du? Gde učiš? Wo wirst du lernen? Gde ćeš učiti? Wo hast du gelernt? Gde si učio? Er sitzt die ganze Zeit zu Hause in seinem Zimmer und sieht fern. To je neki lenj. Sedi u svojoj sobi kod kuće sve vreme i gleda TV. Er sitzt die ganze Zeit zu Hause in seinem Zimmer und sieht fern. Dakle, imamo sitzen, sedeti, er sitzt und sedi in seinem Zimmer und er sieht fern. Dakle, glagol je fern sehen, gledati tebe. Imamo razvojni prefiks fern i glagol sehen. Ich sehe fern, du siehst fern, er sieht fern. Er sieht fern, on gleda tebe. Hat sie Zeit ins Kino zu gehen?
da li ona ima? Hat sie Zeit ins Kino zu gehen? Hast du Zeit ins Kino zu gehen? Da li ti imaš vremena? Ich habe viel Zeit, ich habe viel Freizeit. Oder nein, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich kann nicht ins Kino gehen. Wir werden weder ins Kino oder ins Theater gehen. Wir werden gehen, prepoznajemo u buduće vreme, znači ići ćemo. Sad gde ćemo ići? Weder ins Kino oder ins Theater. Weder, oder, koristimo za ono što u srpskom je ili, ili. Ili u bioskop, ili u pozorište. Mi imamo dva puta ili, oni imaju samo na drugom mestu ili. Oder, ali na početku ne kažete oder ins Kino oder ins Theater, nego weder ins Kino oder ins Theater. Ich trinke, oder ich werde, weder kafe oda te trinken. Znači, ili jedno, ili drugo. Weder oda. Kaufst du gewöhnlich morgens Brot? Gewöhnlich. Kaufst du gewöhnlich morgens Brot? Brot nam treba veliko B, jel tako? Pratite greške. Dobro. Ich fahre das Auto jeden Tag, weil mein Büro ganz weit ist. Ich fahre das Auto jeden Tag, weil mein Büro ganz weit ist. Svaki dan vozim auto. Mein Büro ist weit, daleko je. Es ist nicht in der Nähe, nije blizu. Mein Büro ist weit. Ich fahre, kaglo fahren, ja tako voziti. Ich fahre. Mein Bruder ist heute in Berlin. Mein Bruder ist heute in Berlin. Wo ist dein Bruder? Gdje je tvoj brat? Mein Bruder ist nicht in Berlin. Aber sein Bruder ist in Berlin. Njegov brat je u Berlinu. Schön, dass du gekommen bist. Schön, lepo. Schön, dass du gekommen bist. Imam u glagol kommen, doći, koji u prošlom vremenu, kada ide u prošlo vreme, potreban nam je glagol sein, glagol biti, da bismo kommen stavili u prošlo vreme. Dakle, ove sva glagole što smo radili, smo stavili sa glagolom haben u prošlo vreme. I habe gekauft, i habe gesehen, i tako dalje, i habe gemacht. Ali sada, ich bin gekommen, du bist gekommen, er ist gekommen. Znači, schön, dass du gekommen bist, dobro je da si došao. Ich bin gekommen, ja sam došla, und er ist gekommen, i on je došao. Vidimo se u sljedećem klipu. Auf Wiedersehen!